bin heute Morgen echt ganz schön sauer aufgewacht, muss ich sagen. Ich sehe, wie viel Müll hier rumliegt und wie wenig die Leute eigentlich checken, was sie damit tun, Alter. Ey, ich könnte so sauer werden. Was passiert eigentlich? Sie schmeißen etwas Unnatürliches in die Natur, womit die Natur nicht umgehen kann. Wir müssen einfach wieder ein besseres Verständnis dafür vermitteln, was hier eigentlich passiert, wenn wir Müll wegschmeißen. Oder wie wir mit unserem Müll allgemein umgehen sollten. Stattdessen einfach ab in die Natur, Alter. Und dann kommen sie trotzdem jeden Abend noch her und sehen, wie scheiße das hier aussieht und können damit leben, Alter. Was ist mit denen falsch? Heute bin ich unterwegs zu den Ravenetunneln hier in Visoko. Been too afraid to share my fears with you. Although I know there ain't no safer place than here with you, my love. I've kept them locked up and stored away. Die Eingänge, die bereits gefunden wurden, sind halt recht weit weg von den Pyramiden, aber man sagt, die gehen bis unter die Pyramiden. So break the lock on the door. Ich bin gerade angekommen und hier ist echt ganz schön was los im Gegensatz zu der Pyramide. Alles voller Autos. Mal schauen, was mich hier erwartet. Also ich stehe hier gerade vor dem Eingang. Das ist der Eingang zu den Tunneln. Drin darf ich nicht filmen, wenn er spricht. Der Guide möchte das nicht. Aber ich kann danach noch mal eine Runde drehen alleine und versuche mich bestmöglich an seine Worte zu erinnern. Und jetzt genieße ich erstmal die Tour. Bin gespannt, was da so passiert. Let's go. So, ich bin eben rausgekommen. Es waren sehr viele schöne Informationen. Viel, was ich schon wusste, war sehr interessant, das mal zu sehen und auch diese Megalithen zu sehen. Die werde ich euch nachher noch mal filmen. Ich muss mich erstmal sammeln. Ich schnapp mir jetzt erstmal was zu essen und frisch gestärkt geht es dann weiter. Also neben den Tunneln gibt es ja auch noch einen Park. Eine stressfreie Zone, haben sie das genannt. Verstehe ich langsam, warum hier so viele Leute und Autos auf den Parkplätzen unterwegs waren. Jo, hier gibt es halt einen Haufen Sitzgelegenheiten und Ausrutschmöglichkeiten. Also ich wollte gerade noch mal fragen, die schließen um 6.30 Uhr. Irgendwie habe ich das jetzt falsch verstanden. Ich dachte, ab 6.30 Uhr kann ich dann rein. Morgen ab um 7 machen sie wieder auf. So früh werde ich dann aber nicht da sein. Ich gehe jetzt in meine Lieblingsbar, wo es schönes WLAN gibt. Und werde mal meinen Vlog hochladen. Ich bin heute wieder an den Tunneln, denn letztens konnte ich ja nicht mehr filmen. Deswegen gehe ich heute nochmal rein mit einem Meditationsticket, nennt sich das. Eigentlich dafür gedacht, dass Leute dann da drin sich entspannen können und diese Energie und die Luft da atmen können, damit sie sich heilen. Und ja, das kann ich ja gut verbinden. Filmen und mich heilen, also warum nicht? Auf geht's.
oder Tunnel, wieso die so heilend sind, ist sogar physikalisch sehr gut nachvollziehbar und leicht erklärbar durch bestimmte Umstände, die ich euch gleich zeige. Ist es hier in diesen Tunneln so, dass extrem viele negativ geladene Ionen hier in den Tunneln herrschen. Zum Vergleich, in Büroräumen herrschen gerade mal bis zu 100, auf den Straßen großer Städte bis zu 450, in Dörfern bis zu 1800 und auf Bergen mit frischer Luft bis zu 5000 negativen Ionen pro Quadratmeter. Darunter seht ihr, dass an den Megalithen 10.000, 13.500 und in der Healing Chamber sogar 18.000 negative Ionen pro Quadratmeter gemessen wurden, 2012. Das Ganze soll sich jetzt noch verbessert haben auf bis zu 40.000 negative Ionen, dadurch, dass immer mehrere Labyrinthgänge freigelegt werden ins Tunnelinnere, auch in Richtung Pyramide. Das sorgt für einen besseren Luftflow und Energieflow durch die ganzen Tunnelgänge. Ihr kennt das Ganze sicherlich von einem Spaziergang in den Bergen. Die frische Luft tut gut. Das Ganze ist hier unten extrem verstärkt. Neben einem erhöhten Sauerstofffluss steigt auch unser Serotoninspiegel an, unser Glückshormon. Das Ganze stärkt übrigens unser Immunsystem und heilt Krankheiten wie Asthma, Allergiesymptome und Atemwegserkrankungen. Dafür zuständig sind diese wundersamen Steine. Sie befinden sich exakt positioniert auf den Kreuzungen zweier Wasseradern, bestehen aus einer Schale, einem Deckel und etwas, was sich darin befindet, wovon keiner eine Ahnung hat, was es ist. Durch ihre Positionierung und dem, was sie sind, sorgen sie dafür, dass sich die Ionen negativ laden. Dieser Stein hier heißt K1. Und ist ganze 4 Tonnen schwer und 2,5 Meter lang. Das heißt, den kann man auch unmöglich hier reinbekommen. Der wird wahrscheinlich hier irgendwie damals hergestellt worden sein. Die haben mit einer Radiokarbon-Methode die Materialien hier auf ihr Alter getestet. Mit dieser Methode haben die rausbekommen, dass diese Tunnel 32.000 Jahre alt sind. Ich zeige euch noch ein paar andere Steine. Tue es hier noch ein bisschen durch die Gegend. Das macht echt Spaß. So ein bisschen Adventure und so. Aber eine Sache gibt es noch, die ich ganz vergessen habe. Und zwar gibt es auf diesem Stein tatsächlich auch eingeritzte Zeichen. Ja? Was ja bisher hier sehr selten war. Aber auf diesem Stein findet man welche. Ich zeige euch die mal. Healing Chamber zum Entspannen und Meditieren. Und könnt ihr euch ja gerne mal zumindest visuell mitmachen und eine kurze Pause einlegen vom stressigen Alltag. Ziemlich cool in der Healing Chamber. Die Dame, die da ihre Stimme abgefahrene Sounds gemacht hat, mir sehr gut gefallen. Mich so ein bisschen in Trance gesetzt. Mir wird saukalt, ich gehe jetzt raus. Und ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag und kann euch nur empfehlen, hier mal vorbeizukommen, wenn es euch nicht so gut geht. Diabetes
und Bluthochdruck sehr leicht hier zu heilen in den Tunneln. Das sollte sich eigentlich mal mehr in die Medizin integrieren, so eine Sachen. Aber tja, Medizin und Pharmaindustrie, ne? Die wollen halt ihre Kohle machen. Yo, yo, yo. Und wenn ihr wissen wollt, wo ich mich jetzt so rumtreibe, denn ich bin nicht mehr in Bosnien, dann verfolgt meine nächsten Vlogs. Im nächsten Teil bin ich unterwegs bei der Mondpyramide und dem Steintempel und habe eine kleine Überraschung für euch vorbereitet. Und im übernächsten Teil bin ich dann unterwegs und ihr seht, wo ich so hindüse. Bleibt dran, ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Abonnieren nicht vergessen des Kanals, wenn ihr neu seid. Gerne kommentieren, wenn es euch gefallen hat. Lasst ein Like da und ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Peace.